Hallo zu Wo was los ist. Dieses Wochenende dient nicht nur unserer Erholung, nein, auch die Sonne legt sich auf die faule Haut. Für alle, die aber nicht aus Zucker und ohnehin der Meinung sind, dass zu einem super Wochenende auch richtig viel Action gehört und die wiederum erst dann eine ist, wenn Matsch und Schlamm mit im Spiel sind, für die habe ich sogar die ein oder andere Veranstaltung, die im Dreck erst richtig an Authentizität gewinnt. Männer, aufgepasst! Die Ritter zum Beispiel, die sind ja bekannt für raue Sitten. Wer sich also zum Seuchen geboren bzw. geschlagen fühlt, der sollte sich auf zum Schlossberg in Winzer machen. Beim altbekannten Mittelaltermarkt können sich tapfere Helden beispielsweise im Bogenschießen üben, während königliche Hoheiten vielleicht den Kunsthandwerkermarkt bevorzugen. Offizielle Markteröffnung ist Samstagmittag. Auch so ein VW-Treffen nimmt doch gleich ganz andere Dimensionen an, wenn es regnet wie aus Kübeln. Andersrum, wenn es Kübel regnet, war natürlich gemeint. In Wallersdorf-Altenbuch findet nämlich auch schon wieder das 16. niederbayerische VW-Kübeltreffen statt. Wenn Sie so einen Eimer haben oder sich außerordentlich an solchen erfreuen können, dann haben Sie bis Sonntag Gelegenheit, dort vorbeizuschauen. Wer auf knallharte Action à la Hollywood steht, sollte besser den Weg zur Deckendorfer Bundespolizei nehmen. Die Fallschirmspringer der GSG 9 oder aber Wasserwerfer beim Räumeinsatz mit brennenden Autos versprechen neben vielen anderen Attraktionen großes Kino. Und wenn Papa schon mal Spaß hat, dann geht Mami eben mit den Kids in die Spielstraße und feuert ihre Sprösslinge dort beim Bobbycar-Rennen an. Da habe ich doch echt nicht zu viel versprochen, oder? Nun, liebe Frauen, wenn Sie Ihren Mann dann auf einem Spielplatz Ihrer Wahl ausgesetzt haben, dann können Sie seelenruhig auf einer der folgenden Veranstaltungen Ihren Resttag genießen. Am Samstag, den 2. Juli, haben Freunde experimenteller Kunst zum letzten Mal die Möglichkeit, Kurzfilme von Paul Uhrmann in der Deckendorfer Stadthalle auf sich wirken zu lassen. Los geht's um 19 Uhr. Und während die eine Ausstellung zu Ende geht, eröffnet in Hengersberg eine neue. Ab Samstag sind im dortigen Spital nämlich Landschaft und Abstraktion von Eckhard Schädrich zu sehen. So, das war's auch schon wieder mit unseren Veranstaltungstipps. Einen kleinen, aber feinen Tipp habe ich noch für Sie, die Jacke nicht vergessen. Das wäre es dann aber auch schon gewesen. Damit verabschiede ich Sie in Ihr bestimmt wohlverdientes Wochenende. Sage Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal.